Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Weihnachtsspecial. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Und ich habe mich perfekt dafür rausgeputzt, Leute. Wow. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Deswegen habe ich mir gedacht, bauen wir vielleicht einfach eine Weihnachtsmütze als Haus. Das wird ein bisschen weird wahrscheinlich, weil meine Maus ist leider noch kaputt. Ich bekomme aber bald eine neue. Das heißt, sie klickt manchmal doppelt und sowas, aber ja, daran kann ich jetzt auch noch nichts ändern. Deswegen wird es sehr, sehr spannend, ob es überhaupt klappt, so ein Haus zu bauen. So, also ich würde, glaube ich, so erstmal anfangen und da halt dann noch so runde Wände dran machen, beziehungsweise halt dann, wie heißt das? Dinger halt. Oh, und dann, dass man da halt dann noch so ein rundes Ding hinklatscht. Hier so eins meine ich. Nee, das ist gar nicht das, was ich meine. Lüge. Das sind Plattformen, die will ich eigentlich auch nicht. Aber wir haben doch hier auch so runde Platten, genau. Die. Das ist auch nicht das, was ich meine, oder? Warte. Doch, das ist es. Ich dachte schon, hä, das ist irgendwie weird. Ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Das ist doch vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das dann mit einer Wand wieder zumacht. Es ist jetzt nicht perfekt, aber ja, hier unten müssen wir halt auch noch so ein paar runde Dinger dran machen. Also es ist jetzt nicht optimal, aber wenn wir das jetzt halt dann rot und weiß machen, vielleicht kriegen wir es ja dann hin, dass es halt so ein bisschen danach aussieht. Es ist nicht unbedingt das, was ich dachte, dass es wird, aber man kann es doch als sowas erkennen, oder? Also als Weihnachtsmütze. Komm, also, wir lassen das jetzt einfach durchgehen. Weihnachtswäsche, man kennt es. Also ich würde die Wände tatsächlich auch rot machen. Hier außen, damit das dann halt besser zum Gesamtbild passt. Und ich würde tatsächlich hier außen rum Zäune hinklatschen. Weil ich glaube, sonst sieht das ein bisschen ganz komisch aus. Hey, ist das süß. Oh, dann müssen wir halt noch am besten dann ein Tor reinmachen. So, das hier nehmen wir einfach mal. Ist doch süß. Und dann mal gucken, was wir für ein Tor nehmen. Also, was für eine Tür. Es gibt ja, glaube ich, keine Weihnachtstür, oder? Also, ich weiß, in Sims 2 gab es so eine Weihnachtstür. Das wäre halt cool. Aber sonst nehmen wir einfach erstmal die hier und platzieren dann halt einfach mal so ein paar Fensterchen. Und hier könnte man ja auch noch eine Tür hinmachen, dass das quasi so ein kleiner Gartenbereich ist. Ich gestalte es natürlich auch innen noch ein bisschen weihnachtlich. Und ich möchte hier dann auch so diese Sandmänner hinstellen und so. Das ist dann, glaube ich, schon ganz süß. Also mache ich jetzt erstmal den Floorplan. Also ich würde hier hinten halt die Küche hinmachen tatsächlich. Huch. Da habt ihr gesehen, dass halt meine Maus wieder ein bisschen rumspinnt. Es ist halt einfach ein bisschen bescheuert, aber was soll's. Also hier würde ich dann die Küche hinmachen, weil in der Küche finde ich das immer schön, wenn man dann rauskommt. Dann kann hier vielleicht noch ein kleines Esszimmer hin. Naja, so klein ist es dann auch schon wieder nicht, aber nö, läuft. Dann kommt hier ein kleines Badezimmer rein. Ah, es hängt, Hilfe! Hier ein Schlafzimmer, würde ich sagen. Und ja, Wohnzimmer, weiß ich nicht, brauche es ja nicht unbedingt immer haben, oder? Also es muss ja nicht immer sein. Ich glaube, ich würde sogar das so machen, dass das so rum ist. Weil sonst ist das, glaube ich, wirkt das sehr, sehr komisch. Ich stelle jetzt erstmal überall Licht rein, weil sonst sieht man ja gar nichts. So, und die Tür natürlich. Ich weiß doch nicht genau, wie ich das weihnachtlich einrichten soll, aber es wird schon irgendwie. Wir können ja innen auch einfach alles so rot machen und hier im Badezimmer vielleicht auch nochmal ein bisschen weißlich. Und ich glaube, ich verschiebe das ganze Grundstück nochmal ein bisschen nach hinten. Dann würde ich auch, glaube ich, mit der Küche anfangen. Also der Floorplan ist auf jeden Fall ziemlich hart. Also ich finde es gerade sehr, sehr schwer, das hier so zu machen, dass es auch irgendwie Sinn ergibt. Ich glaube, ich kann die Tür doch nicht von hier aus machen. Weil das funktioniert leider einfach nicht. So, dieser Festtagstisch kann ja auf jeden Fall hin. Das wäre richtig süß. Und da kann man ja vielleicht noch irgendwas draufstellen. Hier so ein Nussknacker oder so. Oh mein Gott. Hilfe. Oh, wie süß. Warum habe ich das noch nie gesehen? Oh. Ich habe das halt, also ich habe wirklich noch nie in Sims 4, glaube ich, für Weihnachten eingerichtet.
So richtig, richtig. Und ja, es gibt immer ein erstes Mal, ne? Also ich finde das richtig schön. So, und überall über die Fenster immer schön hier Lichterketten, weil ich liebe Lichterketten einfach sehr. Und sowas kann ich mir gut vorstellen. In so einer Küche. Oh. In solchen Tönen. Süß. I love it. Und dann vielleicht noch so Schneefleckchen. Eine Wand. Yay. Oh, sieht doch schon viel besser aus. Also, kann man nicht sagen, dass es hier nicht an Weihnachten erinnert, ja? Hier so ein Kamin kann auf jeden Fall hier in den Bereich irgendwie hin. Vielleicht auch, wenn man direkt reinkommt, aber ich glaube, das ist dann zu eng, ne? Oh, die Wand ist ja noch gar nicht farbig. Mann, Mann, Mann. Geht so aber nicht. Dann richte ich jetzt erstmal das Klo ein. Da kann man, glaube ich, nicht so viel weihnachtlich machen. Also, fände ich zumindest irgendwie komisch. Also, ich meine, es ist halt das Klo, ne? Also, können wir ja trotzdem so rote Vorhänge machen vielleicht. Also das habe ich gerade gefunden. Das können wir auf jeden Fall hier hinhängen. Ich muss mal schauen. Aber irgendwas muss man doch hier auch noch hinhängen können. Also, was halt jetzt nicht so extrem ist. Hier so ein Teppich vielleicht einfach. Sowas, wo man halt aus der Wanne kommt. Damit der Boden nicht so klatschnass wird. Aber halt dann in Winterform. Oh Mann. Badezimmer sind immer so ein bisschen langweilig irgendwie. Im Schlafzimmer kann man auf jeden Fall mehr dekorieren, bin ich der Meinung. So, ich wollte hier auch ein Bett, was rot ist. Und jetzt brauche ich irgendwie so ein kleines Tischchen, weil es passt ja nicht mehr dahin. Muss ich wahrscheinlich wieder die hier nehmen, weil das ist einfach die perfekte Größe dafür. Das ist doch richtig süß. Oh, muss ich jetzt natürlich größer machen, aber... Oh, ich finde die ganze Zeit Sachen und platziere die dann schon mal, weil ich die halt nutzen möchte und nicht, dass ich sie gleich nicht wiederfinde. Ich finde die ganze Zeit gerade so süße Sachen. Oh, ich heule gleich. Also mir gefällt das richtig gut. Süß. Wir haben halt jetzt nur Stühle von Jahreszeiten, aber die können wir ja auch einfach nutzen. Oh, ich finde es total schön gerade. Oh, also auch das ist halt richtig schlicht, aber ich finde es so unfassbar süß. Oh mein Gott! Also das finde ich auch schon ziemlich fantastisch. Da kann auch noch irgendwas hin. Was knallen wir da denn noch hin? Schön. Oh, die ganzen Geschenke und so, das macht es richtig cool. Wow, I love it. Ich würde da trotzdem, glaube ich, noch gerne so ein Ding, so einen Ständer für Jacken und so hinstellen. So, perfekt. Woohoo! Dann können wir uns ja um draußen kümmern. So, dieser Baum kann da auf jeden Fall stehen bleiben. Also den finde ich richtig cool. Und das Rentier hier würde ich dann vielleicht nach da stellen. Und der kleine Mann, den können wir vielleicht drehen und dahin stellen. Oh, süß. Und dann stellen wir halt den hier noch hier hinten hin. Weil es soll ja nicht unnötigerweise nach hier draußen gehen. So, zack. Und dann, der kommt dahin noch. Und da drauf stellen wir das hier. Wow! Und dann, keine Ahnung. Mal schauen. Irgendwas werden wir noch finden, was wir hier irgendwie noch hinstellen können. Vielleicht kann man hier auch nochmal so einen Baum hinstellen im Garten. Gibt es den auch in anderen Farben? Ja. Dann nehmen wir den vielleicht in Braun nochmal hier hinten. Dann stelle ich da einfach noch einen Grill hin, damit es hier ein bisschen vollkommener aussieht. So, und das hier. Und dann, ich glaube, es gibt noch einen Briefkasten, der sogar festlich geschmückt ist. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Und ich denke, dann sind wir erstmal fertig, oder? Also, wir haben zumindest alles eingerichtet, so weihnachtlich, wie es irgendwie geht. Und ich bin tatsächlich ziemlich zufrieden mit dem. Ich sitze hier viel länger dran, als ich eigentlich erwartet hätte, aber ich finde es ziemlich cool. Ich würde sagen, ich lade das jetzt nochmal schnell hoch. Meine Lichterketten sind angegangen. Woo! Zum Ende des Videos nochmal ein bisschen hübsch im Hintergrund hier. So, es ist leider nur eins und eins, aber es kostet auch gar nicht so viel, ja? Also, wenn ihr hier einen Wintersim haben wollt, einen Weihnachtssim, dann könnt ihr den eigentlich schon fast direkt einziehen lassen. Natürlich hätte ich es auch auf einem Schneefeld, zum Beispiel in, wie heißt es, Montgomery stellen können, also wo halt direkt Schnee ist und so. Aber ich glaube, dann wäre halt das Dach auch dann mit Schnee bedeckt gewesen und dann hätte man nicht mehr erkannt, dass es eine Weihnachtsmütze sein soll. Okay, erkennt man wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so. Aber ja,
Hier, also ich lade es jetzt schon hoch und dann zeige ich euch das nochmal online, damit ihr wisst, wo ihr gucken müsst. Denn ich heiße Mooly Girly, könnt ihr hier sehen. Kann ich euch mein Profil zeigen. Tada! Ich habe letztens irgendwie 300 Downloads geknackt. Voll cool. Und dann gucken wir hier mal. Schön. Und dann ist hier die Weihnachtsmütze, die nicht aussieht wie eine Weihnachtsmütze. Aber ich habe alles, was ich hier schon per Speedbit etc. gebaut habe, könnt ihr euch hier auch runterladen, falls ihr noch nicht wusstet, dass das der Fall ist. Und ja, genau. Hier ist das gute Ding. Ich habe auch gar nicht so viele Packs benutzt, wie ich dachte. Das ist sehr, sehr schön. Ach ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist nur ein kleines Weihnachtsspecial, aber hey, immerhin, ne? Ich hoffe, euch hat das Weihnachtsspecial irgendwie gefallen. Es ist anders geworden, als ich es mir gedacht hatte. Aber hey, manchmal kommen die Dinge anders, als sie sind. Und meine Maus hat zum Glück nicht so viel rumgespinnt, wie ich es mir gedacht hatte. Das ist auch sehr, sehr schön. Der Weihnachtszauber hat gewirkt. Und ja, also wir sehen es dann nach Weihnachten wieder. Dann kommt Strangerville. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, habt ihr eine Festtage. Und tschüss!